Montag, 3. Mai, 4 Uhr in der Früh, ist es noch ziemlich dunkel und da oben ist schon irgendwas hell bei der Julia. Ich hoffe mal, sie hat nicht verschlafen. Traditionsgemäß müsstest du jetzt sagen, einmal New York und zurück bitte. Einmal New York und zurück. Perfekt. Bevor wir unsere etwa 8-stündige Flugreise zur nordamerikanischen Metropole antreten können, müssen wir uns zunächst ins Rhein-Main-Gebiet begeben. Hier wechseln wir gegen 7 Uhr in der Früh vom PKW zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, die uns zum Frankfurter Flughafen bringen. Terminal 1. Next stop Airport, Terminal 1. Jetzt am Flughafen angekommen. Wir haben schon mittlerweile unsere Tickets abgeholt. Man muss jetzt hier erstmal am Schalter einchecken und kann dann erst das Gepäckstück aufgeben. Und die Julia hat, glaube ich, auch gerade schon hier einen Schein in der Hand. Ich glaube, du fliegst mit mir, oder? Nee. Nicht? Mm-mm. Aber du fliegst auch nach New York, oder? Nee. Auch nicht? Ich kenne sie gar nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Im Gegensatz zu meinem wird Julias Flugticket zusätzlich 4-mal mit dem Buchstaben S gekennzeichnet. Offenbar gab es bei den Behörden noch vor Reiseantritt Unstimmigkeiten durch das Electronic System for Travel Authorization Verfahren, kurz ESTA. Jeder Reisende, der ohne Visa in die USA möchte, muss sich vorab online per Internet registrieren und das Besuchsvorhaben anmelden. Die hinterlegten Daten sind dann bis zu 2 Jahre gültig. Die 4 Buchstaben resultieren für meine Mitreisende in detaillierten Kontrollen, auch nochmals am Gate, wo wir bis auf den Abflug der Lufthansa-Linie LH400 warten, die uns planmäßig um 10.50 Uhr zum New Yorker Flughafen JFK bringen soll. So, jetzt ist es 9.50 Uhr. Um 10.05 Uhr soll hier das Boarden losgehen. Was wollten die jetzt eben nochmal von dir? Die wollten dich nochmal kurz checken oder so, ne? Die haben dich nochmal durchgeprüft. Wilde Leibesvisitation. Wilde Leibesvisitation, na okay. Aber ich würde sagen, dann kannst du jetzt endlich losgehen. Du musst aber die ganzen Fragen alle mit Nein beantworten, das ist dir klar, ne? Das Flugzeug nähert sich der kanadischen Küste und der Fensterblick offeriert nach langen Stunden erstmals wieder Landmasse. Wir fliegen schön parallel zur Ostküste, bis wir schließlich in der New York Area eintrudeln und im Zickzack über Long Island fliegen. Aus der Luft betrachtet weiß man nun auch, warum die Insel so genannt wird. Uhr 25 Lokalzeit bzw. 19.25 Uhr deutsche Zeit. Willkommen in New York, willkommen am John F. Kennedy International Airport. Im Vergleich zu den nahegelegenen anderen beiden Flughäfen Newark und LaGuardia ist JFK der größte und gehört auch zu den größten weltweit. In Queens an der Jamaica Bay gelegen, wurde bereits 1942 mit dem Bau begonnen. Zu den ersten Arbeiten gehörte die Trockenlegung eines 4 Quadratkilometer großen Tidelandes. Bis heute wurde das Flughafendrehkreuz 5-mal erweitert. Binnen eines Jahres zählt man nun rund 450.000 Starts und Landungen und über 47 Millionen Passagiere. Sie alle durchlaufen eines der neuen Terminals. Wir sind an Terminal 1 angekommen und werden in ein paar Tagen von hier auch wieder starten. Ja, Julia, herzlich willkommen in den USA, ne? Das erste Mal. Guten Tag. Also, es hat alles gut geklappt. Keine weitere Leibesvisitation mehr. Nicht? Nein. Es hat auch gereicht für heute. Ich glaube auch. In der New Yorker Gegend ein Auto zu mieten, gleicht reiner Geldverschwendung. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man preiswert und vor allem doppelt so schnell ans Ziel. Wir nutzen den AirTrain, um vom Flughafen zur nächsten Subway-Station zu kommen. Please stand clear. The doors are closing. Please hold on. The next stop will be Jamaica Station. Der automatische Zug verbindet einerseits alle Terminals untereinander und stellt andererseits die Verbindung zum Subway-Netz her. Haltepunkte an den Terminals sind kostenlos.
Beim Ein- bzw. Aussteigen an einer der zwei angeschlossenen U-Bahn-Stationen werden 5 US-Dollar, zu unserem Wechselkurs etwa 3,80 Euro, am Automaten fällig. An der Jamaica Station steigen wir in die Subway um. Hier kaufen wir eine Metrocard für 14 Tage, für die wir 51 US-Dollar, ca. 39 Euro, zahlen. Nur noch eine Subway-Station trennt uns vom Hotel, Jamaica Van Wyck, wir sind da. So, jetzt ist es 4.10 Uhr. Wir sind zwischenzeitlich in unserem Hotel angekommen. Das Hotel, das habe ich nicht zufällig ausgewählt, das war eine Empfehlung, also mir gefällt es zumindest. Die Julia, die ist auch irgendwo da und wir wollen jetzt erstmal was zu trinken kaufen, weil wir haben nämlich richtig Durst. Guten Abend. Ich dachte, wir wollten jetzt los. Viele Stunden sind wir nun schon wach, deshalb legen wir ab morgen erst so richtig los. Heute also kein Manhattan. Stattdessen erkunden wir die Umgebung des Hotels in der schwülwarmen Abendsonne und laufen zum nahegelegenen Supermarkt für die nötigsten Sachen, womit der erste Reisetag auch ausklingt. Was hast du alles schon gekauft, Julia? Nur gesunde Sachen. Vitamine und so, Gemüse, Obst. Das checken wir jetzt mal. Knapper Kram und Wasser. Man muss den Motor am Laufen halten. Hier stehen doch die guten Sachen. Warum kaufen wir eigentlich nur Knapper Kram und Wasser? Irgendwas machen wir doch falsch, oder? So. Genau, der Fernseher ist nicht schlecht hier. Ne? Guten Morgen, wir haben es jetzt 8.12 Uhr. Aber ich bin hier schon gerade mit dem MC am Skype und ich würde sagen, der MC erzählt uns jetzt mal, was zu Hause los ist. Eigentlich ist hier alles beim Alten. Ich warte, also ich zähle schon die Tage, 8 Tage noch, dann komme ich auch noch. Die amerikanische Esskultur in Reinform wird uns in diesem Film noch ein paar Mal begegnen. Am ersten Morgen gleich zum Frühstück, das wir bis auf 3 Ausnahmen außerhalb im Hotel einnehmen, um den typischen Besichtigungstag starten zu lassen. Cornflakes, Donuts, Bagels, Toast, für ein hoteltypisches Continental Breakfast extrem umfänglich. Doch nun wollen wir endlich etwas von der Stadt sehen, ab in die Subway. Allerdings dauert eine einfache Fahrt bis Südmanhattan roundabout 30 bis 40 Minuten. Wollen wir mal nach New York jetzt rein? Ja. Okay. The gangster, we see what they got and we sweat them. But it ain't just the dollars that you got, but how you get them. Yo, it ain't just crooks and killers and wild west shit. It could be as subtle as your choice of investment in the food chain, corporate culture. You gon' find a whole lot of cats with only one thing on their mind, and that's to be the man, simple and plain. Fortune and fame, unaware the roads paved with depression and shame. And yes, this might mean some of you get... Weltstadt New York. Im gleichnamigen US-Bundesstaat gelegen, zählt sie mehr als 8 Millionen Einwohner und ist damit auch die größte Stadt der USA. Das Stadtgebiet umfasst die 5 Bezirke The Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island und natürlich Manhattan, unser Hauptziel. Mit rund 19 Millionen Einwohnern stellt die Metropolregion einen der bedeutendsten Wirtschaftsräume und Handelsplätze der Welt. Viele internationale Konzerne und Organisationen haben hier ihren Sitz. Mit der großen Anzahl an Sehenswürdigkeiten genießt New York zudem Weltruf. Schlagworte wie Freiheitsstatue, Central Park, Broadway, Times Square. Das alles wollen wir uns näher ansehen. Wir sind jetzt hier am Staten Island Ferry Terminal. Das ist eine Fährverbindung, die rübergeht nach Staten Island. Und das Besondere ist, von dieser Fähre aus, die nichts kostet, kann man die Freiheitsstatue von New York sehen. Und man kann natürlich auch direkt zur Freiheitsstatue fahren, das geht auch, aber das kostet dann natürlich Geld und man wird gefilzt wie die Sau, während man hier so einfach aufs Boot drauf gehen kann und mit einem entsprechenden Zoom-Objektiv einfach mal einen Blick auf die Freiheitsstatue werfen kann, was wir jetzt mal tun. Please take a moment and pay attention to the following safety announcements. During docking, stay off the stairs, ramps, and landings until the ferry has come to a complete stop at the terminal. Thank you for riding the Staten Island Ferry. Die imposante Skyline der Stadt. Dem soliden Felsgrund Manhattans verdanken die Wolkenkratzer ihre Existenz. Gute 22 Minuten braucht die Fähre für die 8,4 Kilometer. Schon seit 1905 gibt es diese Verbindung, die von der Stadt selbst betrieben wird. Die Fähre passiert zunächst Ellis Island. Lange Zeit war die Insel Sitz der Einreisebehörde für den Staat und die Stadt New York und über 30 Jahre die zentrale Sammelstelle für Immigranten in die USA.
Zwischen 1892 und 1954 kamen über sie etwa 12 Millionen Einwanderer an und wurden hier abgefertigt. Und da ist sie endlich, die Freiheitsstatue auf der kleinen Insel Liberty Island, gleich in der Nachbarschaft. Sie war ein Geschenk Frankreichs an die Vereinigten Staaten. Die 46 Meter hohe Statue steht auf einem Sockel, der das Gebilde auf 93 Meter erhöht. Für viele hat die Statue vornehmlich Symbolcharakter. Auch für die damaligen Einwanderer, die nach ihrer langen Atlantikreise von ihr sozusagen begrüßt wurden. Hier an einem doch sehr denkwürdigen Ort angekommen. Man sieht, hier klafft eine riesengroße Lücke in den ganzen Hochhäusern. Das ist nämlich hier der Ground Zero. Die Lücke der ehemaligen World Trade Center Gebäude am Ground Zero ist bis zu unserem Besuch im Mai 2010 noch immer nicht geschlossen. Und so erleben wir eine Momentaufnahme der Bauarbeiten. Das rund 6,5 Hektar große Grundstück wurde nach den terroristischen Anschlägen des 11. September 2001 fast vollständig ausgebaggert. Erste Arbeiten der Neubebauung sind bereits zu erkennen. Wir kommen an der Gedenkstätte Ecke Liberty Street, Greenwich Street vorbei, die der gefallenen Feuerwehrmänner erinnert. Trotz des Blicks in die Vergangenheit sehen die New Yorker der Zukunft bereits entgegen. Im nahegelegenen 9/11 Memorial Preview Site Museum zeigt ein Diorama die neuen Gebäude des World Trade Centers 2.0 inklusive einer Gedenkstätte. Im Financial District und wir stehen jetzt hier gerade vor der New Yorker Börse. Oder wie siehst du das? Stimmst du? Der Financial District mit seiner bekannten Wall Street liegt in Südmanhattan unweit des Ground Zero. Hier befindet sich die New York Stock Exchange, besser bekannt als die New Yorker Börse. Die sechs frontseitigen Säulen sollen ein Gefühl von der Substanz, Stabilität, nationalem Wachstum und Wohlstand vermitteln. Mehrere Milliarden Aktien werden hier pro Tag gehandelt. Auffällig ist das viele Sicherheitspersonal, teils schwer bewaffnet. Auch Autos werden mit Suchhunden geprüft. Genau, jetzt dreht sich das Ding. So, jetzt kann das Auto da reinfahren. Ach so, das Auto wird hier gefilzt. Ah. Thank you.
Trinity Church, übersetzt Dreifaltigkeitskirche, ist eine der bekannteren Kirchen in New York und liegt in prominenter Nachbarschaft zur Wall Street. Im Film Das Vermächtnis der Tempelritter befindet sich unter dem Bauwerk ein riesiger Schatz. Im wahren Leben gab es vor dem heutigen Gebäude zwei Vorgänger, die einem Feuer und großer Schneelast zum Opfer fielen. Doch nun genug des Sightseeing fürs Erste. Lassen wir die Kreditkarte beim Shoppen in der Metropole mal so richtig bluten. Ja, ja, eine Frau im Wunderland. Was kosten die denn, die du da gerade hast? $40 und $19. Okay, ist das billiger als bei uns? Klar. Okay. Jetzt muss ich nur reinpassen. So, wir sind jetzt hier gerade in einem Century 21. Ja, es wäre auch schlimm, wenn man in New York nicht shoppen könnte. Vor uns im Flieger, also zumindest vor meinem Platz, saßen so zwei Mädels aus Deutschland, die sind auch extra nach New York geflogen, um mal richtig einzukaufen. Und, haben sie gepasst? Mhm. Nimmst du die jetzt alle mit? Weiß ich noch nicht. Na gut. Aber auch, ob ich mich auf deinen männlichen Rat verlassen kann, das weiß ich noch nicht so ganz. Ich glaube auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen wieder. Und kann man das riesengroße und bekannte Schild von Macy's entdecken. Da kann man ganz bestimmt viel, viel Kram kaufen. Aber ich als Mann, ich kann da eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich habe ja weibliche, kompetente Begleitung hier, die mir jetzt bestimmt da nochmal sagen kann, was man da eigentlich alles kaufen kann und wozu man das braucht. Ich würde sagen, ich enthalte mich eines Kommentars und werde den dann äußern, wenn wir drin waren. Okay, ich frage dich nochmal. Hier Macy's gibt es was ganz Besonderes. Hier gibt es eine Holzrolltreppe. Da fahren wir gleich mal mit hoch, um mal zu gucken, wie das so ist. So, ich habe jetzt was ganz Lustiges festgestellt. Und zwar hier auf der Seite befinden sich ganz tolle Klamotten. Sollte man aber nichts gefunden haben und sehr frustrierend sein, kann man den Frust dort lösen. Wir waren jetzt gerade Macy's drin und jetzt frage ich die Julia nochmal, wie ist es denn so da drinnen im Einkaufstempel? Muss ich nicht nochmal haben. Musst du nicht nochmal haben? Nahe des Macy's Einkaufstempels liegen das Empire State Building und der Madison Square Garden. Bei letzterem handelt es sich um eine große Mehrzweckarena. Die Halle betreibt ihren eigenen Fernsehsender und bezeichnet sich selbst als The World's Most Famous Arena, die berühmteste Arena der Welt. Sie wird vor allem für Sportveranstaltungen wie Boxen, Basketball, Eishockey und Konzerte benutzt. Aber Julia weiß mehr. 1971 war der legendäre Kampf zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier, der nach 15 Runden für Frazier geendet hat. Positiv. Obwohl Ali als Favorit galt. Und es war ausverkauft und es ist einer der legendärsten Kämpfe gewesen, die hier im Madison Square Garden je waren. Abgesehen davon kann man sich hier alles angucken. Wichtiges Eishockey, die New York Rangers, nicht so wie in Deutschland, sondern hier spritzt richtig Blut, der Speichel fliegt, Knochen brechen, so wie das sein muss. We'll be right back.
Wir sind jetzt hier im Empire State Building, beziehungsweise erstmal unten im Foyer. Und das Ding ist mächtig hoch. Hier kann man mit dem Fahrstuhl hochfahren. Und von oben bekommt man eine ganz gute Aussicht auf die Stadt. $20, also rund 16 Euro, kostet ein Ticket zur Aussichtsplattform im 86. Stockwerk, das man über zwei getrennte Fahrstühle erreicht. The Empire State Building Observatories are New York City's highest and feature unobstructed 360-degree views. Wir stehen jetzt hier in der Schlange auf dem Empire State Building und wir wollen ja eigentlich nur raus oder hoch, aber irgendwie Schlange stehen, das ist ja ganz normal in Amerika. Die haben ja die Fenster schon abgedichtet, damit man ja nicht rausgucken kann. Ich vermute, wir müssen jetzt mit einem weiteren Fahrstuhl noch ein oder zwei, drei Stockwerke weiter hochfahren und dann liegt uns hoffentlich New York erstmals und endlich zu Füßen. Besucher des Observation Decks erwartet eine grandiose Aussicht. Mancher Blickwinkel erinnert an nicht gerade wenige Hollywood-Filme. Einiges lässt sich wiedererkennen. Das Empire State Building gehört zu den bekanntesten Wolkenkratzern der Stadt. In nur 18 Monaten Bauzeit wurde das Gebäude in den Jahren 1930 und 31 fertiggestellt. Mit der im Jahr 1950 montierten Antenne misst das Gebäude eine Gesamthöhe von 448,7 Meter. Auch technisch ist das Bauwerk eine Herausforderung. Verbaut sind 760 Kilometer elektrische Leitungen, 96 Kilometer Wasserrohre, 6379 Fenster, 73 Aufzüge und 1860 Stufen bis zum 102. Stockwerk. Die grüne Fläche ist eines der nächsten Ziele, der Central Park. Aber zuvor gibt es erst einmal, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas Fettes zum Essen. So, liebe Leute, ich bin hier jetzt angekommen. Nicht so wie der faule Stefan, der einfach mit dem Fahrstuhl gefahren ist. Ich bin so sportlich, dass ich die ganzen Treppen gelaufen bin. Dafür habe ich mir heute einen fetten Burger von Wendy's verdient. Darf ich vorstellen, der Baconator. Diesmal die amerikanische Version, die kanadische. Von der habe ich ja schon genug Leuten erzählt. Und die Julia probiert ihn jetzt gleich. Was habe ich mich da drauf gefreut. Mal wieder richtig schön bei Wendy's einen richtig geilen Hamburger zu essen. Sie guckt doch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie ich ihn essen soll. Ach so. Wir laufen die Fifth Avenue grobe Richtung Central Park. Zuvor machen wir einen Zwischenstopp an der St. Patrick's Cathedral. Sie ist die größte im neogotischen Stil erbaute katholische Kathedrale in den USA und Amtssitz des Erzbischofs der römisch-katholischen Erzdiözese von New York. Im Film Spider-Man aus dem Jahr 2002 setzt der Spinnenmann seine Mary Jane Watson auf einem Dachgarten direkt gegenüber der Kathedrale ab, nachdem er sie gerettet hat und bevor er sich wegschwingt. Im Eingangsbereich der Kirche treffen wir auf Christopher. Wir kommen mit dem jungen Mann aus New York und selbsternannten Schriftsteller ins Gespräch. We are here in St. Patrick's Church and we met a young guy here who's writing a book. Okay, this is a book that is written for mankind, for this generation of people. The book is called Manifest Life, the Book of Light and Dark Forces. It is a very provocative book. This book will change your life. This book will show you the way. And this book will keep you on point. If you ever wondered what life's all about, if you ever wondered why are you here, this book will answer it. Where are you going to sell it? On eBay, Amazon.com? This book will be sold all over the world. All over the world, okay. Yes, we're going to make sure that it is a New York bestseller first. Okay. Okay? Perfect. So I would, I definitely appreciate talking to you. I appreciate Thank you very much excerpt. For the short interview. Absolutely. God okay. bless you. Remember, Good. Manifest Life, the Book of Light, Dark Forces. And my name is Messenger. Messenger Christopher X. Okay, thank you very much. Good.
So, mit dieser Videoszene grüße ich jetzt mal den MC und ich grüße den Chris, weil hinter mir ist jetzt dieses glasartige Gebäude, der Apple Shop in New York. Ich will da nicht reingehen, ich bin Windows-DAO, aber trotzdem, man muss mal hier gewesen sein, weil hier an diesem Ort stehen die immer Schlange, dass sobald bei Apple irgendwelche neuen Geräte auf den Markt kommen. Und das hier ist ein ziemlich belebter Platz. Das ist hier an der Fifth Avenue, gar nicht mehr so weit weg vom Central Park, wo wir im Anschluss uns einfach mal hinbegeben wollen. Hallo, wie geht's im Central Park? Entlang der Fifth Avenue an St. Patrick's und dem Apple Store vorbei erreichen wir den Central Park, im Herzen Manhattans gelegen. Links und rechts davon sehen wir später noch das Guggenheim Museum und das Strawberry Fields Denkmal. Der Central Park hat's uns angetan, wir machen gleich zwei Touren durch ihn. Der Park erstreckt sich heute auf einer Länge von 4,07 Kilometern von der 59. bis zur 110. Straße und 800 Meter Breite zwischen der 5. und 8. Avenue. Mit fast 350 Hektar nimmt er 6% der Bodenfläche Manhattans ein. Jährlich besuchen rund 25 Millionen Menschen die innerstädtische Parkanlage. Einmal im Central Park sitzen, das wollte ich schon immer mal machen. Und nicht wie alle möglichen Leute immer im Winter nach New York, weil dann ist es ja hier schweinekalt. Ich wollte das schon immer mal im Sommer machen. So richtig schön mal ganz kurz in der Sonne braten hier und einfach nur mal Seele baumeln lassen und den Leuten zugucken. Einfach nur geil. Hier sehen wir die Julia auf Squirrel Tour. Zu den meist fotografierten und gefilmten Orten im Central Park gehört die Bow Bridge, die eine Stelle des The Lake überspannt. Outet man sich hier als Touri mit Kamera um den Hals, wird man auf den paar Brückenmetern nicht nur einmal gefragt, ob man ein Foto von anderen Passanten machen könnte. Ein Bild mit der hintergründigen Skyline ist es in jedem Fall wert. An der Upper East Side des Central Parks liegt das Solomon R. Guggenheim Museum. Es wurde 1939 gegründet und beherbergt moderne Kunst mit den Schwerpunkten Impressionismus und Surrealismus. Architektonisch einmalig ist die spiralförmige Anordnung der einzelnen Etagen, die im Gebäudeinneren einer Rampe gleichen. Im Film Man in Black war das Gebäude Drehort, als Schauspieler Will Smith einen Alien auf der spiralförmigen Rampe jagte. Wir sind jetzt hier beim Central Park auf der Westseite angekommen, Höhe der 72. Straße. Und wir stehen jetzt hier vor einem Haus. Und dazu erzählt euch jetzt die Julia mal was. So, wir sind jetzt am Dakota Building. In dem haben bereits viele Stars gewohnt und leben auch noch. Bekannt wurde es dadurch, dass John Lennon hier gewohnt hat und er wurde vor diesem Haus erschossen. Wenige Meter weiter im Park wurde ihm zu Ehren von Yoko Ono ein Denkmal gesetzt, das sogenannte Strawberry Fields. Der Name stammt von einem ehemaligen Waisenhaus in Woolton bei Liverpool. John Lennon soll als Kind mit seinen Freunden auf dem Gelände gespielt haben. Die Julia habe ich jetzt erstmal gerade im Hotel abgeliefert. Ich ziehe aber jetzt noch mal ein bisschen durch die Stadt. Mal gucken, wo ich heute Abend noch so landen werde. New York bei Nacht heißt das Abendprogramm, das ich in Form vieler Fußkilometer am Times Square und der Brooklyn Bridge absolvieren will. Also wieder ab in die U-Bahn und rein in die Stadt, ins Getümmel. Ich bin jetzt wieder in der Innenstadt angekommen. Ja, die Sonne geht so langsam unter. So die Spitzen der Hochhäuser werden so in so ein rötliches Abendlicht getaucht. Und ich wollte jetzt mal so grob den Times Square ansteuern, den ich mir jetzt mal in abendlicher Dämmerung geben möchte. Und vielleicht erinnert sich noch jemand an dieses Gebäude mit diesen riesengroßen LED-Schaulichttafeln. Das war Schauplatz bei dem Bankencrash. Da liefen alle Bankenkurse durch, als die Lehman Brothers pleite gegangen ist. An
An der Kreuzung Broadway und 7th Avenue gelegen, ist der Times Square nach der Zeitung New York Times benannt. Von dem Printmedium selbst sieht man jedoch vergleichsweise wenig. Vielmehr wird man von den zahlreichen Leuchtreklametafeln erschlagen. Und jetzt in den Dämmerungs- und Nachtstunden kommen sie so richtig zur Geltung. Unabhängig von der Tageszeit trifft man am Times Square auf wahre Menschenmassen und massiv aufgefahrenes Sicherheitspersonal. Es gibt sogar ein eigenes Police Department. Neben etwa 40 Theatern, ein Musical steht auch noch auf unserer To-Do-Liste, befinden sich hier zahlreiche Cafés, Fast-Food-Ketten und Andenkenläden. Aber auch die MTV-Studios, Sony, Virgin Records und ein großes Toys R Us. In dessen Eingangsbereich wird man von einem inhäusigen Riesenrad begrüßt. Auch die amerikanische Technologiebörse Nasdaq ist in der Nachbarschaft des Times Square beheimatet. So, ich bin jetzt hier immer noch am Times Square und alle Welt erzählt ja immer von dem M&M-Shop, den es hier gibt. Und das ist hier wirklich absolut Merchandising total. Auf zwei Stockwerken kann man ja alles kaufen, was es irgendwie nur geben kann, was mit M&Ms zu tun hat. Also das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, ist Klopapier mit M&M drauf. Später des Abends erreiche ich die Brooklyn Bridge, die den East River überspannt und Manhattan mit dem Stadtteil Brooklyn verbindet. Auf der oberen Ebene teilen sich Fußgänger und Fahrradfahrer den Weg, die untere Ebene dient dem Straßenverkehr. Ich überquere das 1,8 Kilometer lange Bauwerk in der Hoffnung, einen guten Ausblick auf die nächtliche Skyline von der anderen Uferseite aus zu bekommen. So, 9.12 Uhr am Morgen. Hast du meinen Akku drin? Deinen Akku habe ich reingemacht, ja. Okay. Und heute frühstücken wir mal nicht im Hotel, weil wir wollen nämlich jetzt hier mal ins nahegelegene IHOP-Restaurant aufbrechen und wollen da mal was richtig Amerikanisches essen. Also, was es da alle gibt, Pancakes und Omelettes und naja, gucken wir halt mal. Oder, Julia? Ja. Ich glaube, jetzt ist die Julia endlich glücklich. Sie freut sich jetzt endlich mal einen schönen Pancake zu essen, einen amerikanischen. Jetzt habe ich mich darauf gefreut, endlich mal wieder ein richtig schönes Colorado. Nun probier ihn doch endlich mal. Und? Ich würde sagen, wir stärken uns jetzt erstmal ein bisschen hier im IHOP und dann geht's Richtung New York City. Zum Beispiel das Rockefeller Center, ein Gebäudekomplex mit insgesamt 21 Hochhäusern, der sich über drei Straßenblocks erstreckt. Das General Electric Building ist sowohl das höchste als auch bekannteste Gebäude davon. So, direkt mal wieder in der New Yorker City unterwegs. Wir stehen jetzt hier direkt vor dem Rockefeller Center. Und bekannt ist der Platz unter anderem dadurch, dass es hier ja wohl vor dem Gebäude zur Weihnachtszeit immer so eine riesengroße Eis-Schlittschuhlaufbahn gibt. Aber selbst zur Sommerzeit ist hier auch einiges los. Hier hängen nämlich ganz massig Leute ab. Von Anfang an der Reise war klar, Kontrastprogramm zur Großstadt zu schaffen. Bereits zu Hause habe ich ein Stück Strand am Atlantik aussondiert, das gut mit der Subway zu erreichen ist. Vorbei am JFK Airport gelangt man zu einer vorgelagerten Landzunge, Far Rockaway. Leider haben wir uns mit der Temperatur etwas verschätzt. In der Stadt war es extrem warm, hier zwar sonnig, aber windig und kühl, sodass wir uns nur kurz aufhalten, ehe es Richtung Hotel zurückgeht. I can't.
Don't worry, be happy. So, da das Wetter heute nicht besonders toll ist, fahren wir heute mal zur Acris Mall. Wir wollen ja immer ein bisschen shoppen und wir können ja nicht ganz die ganze Zeit mit der U-Bahn rausfahren. Wir müssen deswegen umsteigen auf den Long Island Railroad und deswegen sind wir jetzt hier gerade am Sutphin Boulevard angekommen und wir steigen jetzt erstmal um. Die grobe Richtung lautet mal wieder Far Rockaway. An der Jamaica Station kaufen wir zunächst am Automaten zwei Tickets für 12 US-Dollar und steigen in den Zug ein. Bis zum Bahnhof nach Rosedale nahe der Einkaufsmall sind es nur 3 Stationen. Anzeigetafeln lesen. Keine schlechte Sache, denn gerade sind wir wenige Minuten unterwegs, da weist uns der Schaffner darauf hin, dass der Zug nicht an Rosedale, sondern erst eine später hält, Valley Stream. Auf Englisch hört sich das dann so an. Valley Stream Station will be next, all minutes please. Going to Rosedale. We don't stop at Rosedale. Oh, that's a problem. We gotta go to Valley Stream and go back. Eigentlich wollten wir ja in Rosedale aussteigen. Da hat aber nicht gehalten, weil jetzt steigen wir halt in Valley Stream aus und laufen das Stück zur Mall zurück. Geht auch. Was soll ich denn zu diesen planlosen Männern sagen? Ja, wie das bei diesen Malls so üblich ist, das liegt hier immer alles in irgendwelchen Vororten. Und dieser gesamte Gebäudekomplex, der ist riesig. Wir sind da eben schon einmal im Zug dran vorbeigefahren. Und das ist irgendwo dahin in die Richtung. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Das wird nur einen Moment dauern. Ja, wir steuern jetzt erstmal den Walmart an. Und ja, dann wollen wir mal gucken, ob das auch stimmt. We sell for less. Hier sind sie endlich. Davon werde ich jetzt für mich zwei mitnehmen. Viele Leute fragen mich immer, was ist eigentlich so besonders an diesen Tassen? Die ist eigentlich total billig verarbeitet, aber irgendwie, sie ist richtig groß und da passt was rein und ich habe viel zu wenige davon. Im Zuge des weiteren Besichtigungsprogramms steuern wir während unseres New Yorker Aufenthaltes die Brooklyn Bridge mit den nahegelegenen Stadtvierteln Chinatown und Little Italy an. Alles bequem in Laufreichweite. Die Brücke selbst erleben wir bei Tageslicht und einer kühlen Brise. Aber was tut man nicht alles, nur um hinterher sagen zu können, wir waren da. Ich stehe jetzt hier auf einem Wahrzeichen von New York, der Brooklyn Bridge. Hier wollte ich auch schon immer mal drüber laufen. Und ja, heute ist hier einiges los. Hier laufen ganz, ganz viele Menschen rauf und runter. Und es ist zwar heute ein bisschen kühler, aber egal wie, hier muss man einfach mal drüber gegangen sein. Denn jetzt hier auf der Brooklyn Bridge, Julia? Kalt. Kalt? Es ist kalt, es ist windig und ich hätte jetzt gerne einen heißen Kaffee. Ein heißer Kaffee? Ich glaube, auf dem Rückweg war ein Starbucks hier irgendwo. Guter Plan. Wir sind jetzt gerade von der Brooklyn Bridge runtergelaufen und hier ganz in der Nähe von der Brooklyn Bridge wird hier ein Stadtteil angekündigt, nämlich Chinatown. Weil die Julia noch nie in einem Chinatown war, gehen wir jetzt nach Chinatown. Chinatown ist mit 70.000 bis 150.000 Bewohnern die wohl größte Ansiedlung von Chinesen außerhalb Asiens. Das Zentrum erstreckt sich entlang der Canal Street, die durch chinesische Läden und Lokale geprägt ist. Deren Ausstattung richtet sich dabei nicht unbedingt nach dem Tourismus, sondern an den Bedarf der im Viertel wohnenden Menschen. Aber auch Touristen, die nachgemachte Uhren, Parfüm oder andere Fälschungen von Markenartikeln suchen, finden hier ihre Händler, deren Waren teilweise mit dem Aufdruck Made in Chinatown gekennzeichnet sind. Auf der Suche nach einer warmen Mahlzeit merken wir im To-Do-Restaurant, dass sich das zwar preiswerte Essen wohl auch eher an die einheimischen Geschmäcker wendet.
einem Besuch in Chinatown gehört natürlich auch das entsprechende Essen. Und das ist jetzt eine Sommerrolle. Okay, und wo ist da jetzt der Unterschied? Sieht ein bisschen salatiger aus, ne? Und dazu gibt es eine Soße. Also für meine europäischen Geschmacksnerven ist es gewöhnungsbedürftig, aber es ist nicht schlecht. Julia, wie schmeckt es dir denn? Da sind halt, glaube ich, sämtliche Teile eines Hühnchens da drin, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Also für die Leute, die sich fragen, woher ich weiß, dass ich definitiv Hühnchen hatte, das weiß ich nur, weil der Koch und die Füße sozusagen auch noch mit dem Essen waren. Und ich freue mich auf mein Chicken Curry zu Hause. Sozusagen gleich nebenan von Chinatown liegt Little Italy. Im 19. Jahrhundert lebten hier 40.000 Süditaliener in zumeist schmuddeligen Mietshäusern rund um die Mulberry Street. Die Häuser waren so dicht aneinander gebaut, dass die unteren Stockwerke kaum Licht bekamen. Heute ist die italienische Volksgruppe auf 5.000 Bewohner geschrumpft und wird sogar von der chinesischen verdrängt. Die New Yorker schätzen das italienische Viertel vor allem wegen des preiswerten Essens. Pizza, Pasta, whatever, wäre mir zumindest im Nachhinein lieber gewesen als dubiose Körperteile eines Hühnchens. Wir sind zwischenzeitlich wieder im Hotel angekommen. Wir waren ja vorhin noch ein bisschen auf der Brooklyn Bridge unterwegs und haben uns Little Italy und Chinatown reingefahren und haben so was ganz Komisches gegessen. Auf jeden Fall keine Frühlingsrolle, sondern eine Summer Roll. Eine Summer Roll ist eine rohe Frühlingsrolle, die aus Reispapier besteht, das gefüllt ist mit Minze und Thai-Basilikum und Ei und Sojasprossen und komischen anderen Sachen. Und wir haben was ganz Besonderes für heute, nämlich für 19 Uhr Karten für den Broadway. Und zwar wollen wir nachher in Mamma Mia rein. Cheap Net Ticket ATS, Discount Tickets. American Idiot, 12th Row Center, just $60. Enron, 2nd Row Center, $45. Ja, die Karten haben wir uns vorhin noch am Broadway am TKTS-Schalter geholt. Da kostet jetzt eine $65 und die ist schon ja, um die Hälfte reduziert vom Preis. Normalerweise wäre das ein bisschen teurer gewesen. Aber auch jenseits der $100-Marke lohnt sich eines der vielen Musical in jedem Fall und sollte ein fester Programmpunkt in New York sein. Die abendliche Aufführung im Wintergarten Theater beeindruckt uns. Vor allem aber, wie man um die bekannten ABBA-Lieder eine Geschichte spannen kann. Langsam haben wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten abgehakt. Bliebe noch ein Blick auf das Gebäude der United Nations und letzte Ansichten auf die Skyline, die ich mir später in Form einer zweiten Schiffstour um Südmanhattan gebe. Jetzt zeige ich euch mal, wie das mit dem Christopher war, bei der alten Kirche, mit dem wir ins Gespräch gekommen sind. Ja, der Typ, der hier in dem Video schon mal so ein kleines Statement abgegeben hat und sein Buch beworben hat. Man muss nämlich nur mit der Julia reisen und dann wird man automatisch angequatscht. Das UN-Hauptquartier in New York ist der wichtigste Standort der Vereinten Nationen. Hier treten die UN-Generalversammlung, der Sicherheitsrat und, im jährlichen Wechsel mit Genf, der UN-Wirtschafts- und Sozialrat zur Versammlung zusammen. Außerdem ist das Gebäude Sitz des UN-Sekretariats. Nach der Gründung der Vereinten Nationen in 1945 befand sich ihr Hauptsitz zunächst in London. Am 24. Oktober 1949 wurde der Grundstein für das neue UN-Hauptquartier hier in New York gelegt. So, ich stehe jetzt hier am Pier 83. Ich will jetzt hier eine 2-Stunden-Fahrt machen mit den Harbor Highlights und hoffe da noch mal so ein paar nähere Shots machen zu können von der Brooklyn Bridge und so ein paar Sehenswürdigkeiten. Die Fähre soll um 15.30 Uhr laut Internet ablegen. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Das Wetter stimmt. Die Julia ist gerade irgendwo auf der Fifth Avenue unterwegs. Die zieht es vor, noch ein bisschen zu shoppen. Ja, hier im Hafen liegt auch etwas ganz Besonderes, nämlich ein Flugzeugträger. Und zwar ist das die USS Interprete. Das Ganze ist, glaube ich, das US Air, Space and Ship Museum oder so. Ich gehe aber nicht rein. Stattdessen werde ich mich ja hier gleich mal aufs Schiff setzen und mal so ein bisschen um den südlichen Teil von um die Manhattan-Insel rumfahren.
vom Schiff aus genieße ich letztmalig das Skyline-Panorama, ehe sich der Urlaub auch bald wieder dem Ende nähert. Ein Leckerbissen steht uns aber noch bevor. Der Tagestrip nach Washington DC, dem Regierungssitz der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich stelle übrigens fest, dass die zweistündige Tour um Südmanhattan die richtige Wahl war. Das Schiff fährt bis zum UN-Gebäude und dreht dort, das heißt, man hat gleich zweimal die Gelegenheit, interessante Punkte zu fotografieren. Wer Zeit hat, kann auch die 3-Stunden-Tour fahren, wobei das Schiff die gesamte Manhattan-Insel auf dem Wasserweg einmal umrundet. Um 5.20 Uhr. Wir sind heute Morgen extra so früh aufgestanden, weil wir heute einen Tagesausflug nach Washington DC unternehmen wollen. Das liegt in etwa so 300, 350 Kilometer von hier entfernt. Folglich fährt der Zug so 3 Stunden 20 Minuten. Um 8.20 Uhr oder 8.10 Uhr die Ecke geht es am Bahnhof Penn Station los. Dann kommen wir direkt an der Union Station in Washington DC an. Würde ich sagen, gucken wir mal, wie es draußen aussieht. Keine Wolke am Himmel, scheint trocken zu sein. Im Gegensatz zu Washington, da soll es nämlich heute regnen. Da kommt meine Frühstücksbegleitung. Sie sieht noch nicht ganz frisch aus, würde ich sagen. Nein. Jetzt ist es nämlich gerade erst 6.19 Uhr. Aber ich würde sagen, vorher gibt es hier erstmal typisches Frühstück mit Müsli und einem schönen Donut und einer heißen Schokolade und ganz viel Süßkram. Gegen 7 Uhr verlassen wir in der Morgensonne das Hotel und steuern unsere Subway-Station an. Nach typischer Fahrzeit erreichen wir die Pennsylvania Station, der Hauptbahnhof, inmitten von Manhattan. Hier fahren die Züge der Gesellschaft Amtrak ab. Der Trip kostet uns 296 US-Dollar, etwa für jeden 120 Euro. 7.50 Uhr am Morgen, wir sind jetzt in der Pennsylvania Station angekommen. Wir haben uns gerade unsere Zugtickets abgeholt. Dazu gibt es hier so Automaten, da muss man einfach nur einen Ausdruck von der Internetreservierung vorhalten. Dann wird der Barcode gescannt und dann bekommen wir die Tickets ausgedruckt. Und auf der Tafel ist jetzt schon unser Zug um 8.10 Uhr angekündigt. Was noch nicht bekannt ist, auf welchem Gleis er einfährt, aber das ist ja Amiland-typisch. Alle warten in der Vorhalle und rennen dann gemeinsam zum Zug. Und ja, in spätestens 15, 20 Minuten oder so geht's dann hoffentlich los. Washington DC in der Union Station angekommen und ich würde sagen, ja, jetzt gehen wir mal raus, oder? Und gucken mal hier, was so geht.
Die erste Sehenswürdigkeit finden wir sozusagen gleich vor Ort vor, der Bahnhof selbst. Der weiße Kuppelbau beherbergt zahlreiche Einkaufsläden und Restaurants. Zeitgleich ist der Umschlagplatz für rund 32 Millionen Menschen jährlich. Vor dem Bahnhof ist die Freedom Bell aufgestellt, eine Replika der Liberty Bell, die geläutet wurde, als die amerikanische Unabhängigkeitserklärung am 8. Juli 1776 in Philadelphia ausgerufen wurde. Die Freedom Bell wurde 1981 zur 200-Jahr-Feier der USA gespendet. Das eigentlich Sehenswerte liegt in Fußreichweite. Die sogenannte Nation Mall, eine Parkanlage mit etwa 4 Kilometern Länge und einer Breite von ca. 91 Metern zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial. Diverse Museen finden sich längs der Parkallee, anhand deren Ausstellung man die Geschichte der USA kennenlernen kann. Nicht nur deshalb ist dieses Gebiet ein beliebtes Ziel für Klassenausflüge, wie wir recht schnell feststellen. Ein Wermutstropfen bleibt, wo ist bloß das schöne Wetter hin? Nasskalter Dauerregen lässt uns nur die Pflichtpunkte anlaufen. Ja, wir sind jetzt in Washington DC und man sieht, hier sind die Viecher auch überall. Man muss nämlich dazu sagen, Julia hat ein Faible für Hörnchen. Jetzt ist es 12.12 Uhr, wir stehen hier vor einem wichtigen Wahrzeichen von Washington DC, das Kapitol. Das Problem ist, das Wetter war die ganze Zeit toll, wirklich im Urlaub, es war immer geil eigentlich. Und was passiert in Washington? Es regnet. Also das war's jetzt mit dem Kapitol, ihr seht jetzt nichts mehr. Das Kapitol ist der Sitz der US-Legislative, des Kongresses. Sitzungen des Senats und des Repräsentantenhauses finden hier statt. Das von 1793 bis 1823 erbaute und in den Jahren darauf erweiterte Gebäude besitzt eine eindrucksvolle Kuppel, an die sich die beiden Parlamentsflügel anschließen. Für die Sicherheit am Kapitol ist die United States Capitol Police zuständig. Waren Teile des Gebäudes bis 1969 frei zugänglich, begann der Kongress seitdem, Wachen aufzustellen. Seit dem 11. September 2001 haben auch die Sicherheitsmaßnahmen um den Gebäudekomplex zugenommen. Eine geschlossene Straße, diverse Checkpoints und versenkte Barrikaden. Julia, wie ist es denn in Washington? Man sieht's ja wohl. Man sieht's? Es ja. Regnet, ne? Mhm. Verdammt. Weil du dein Frühstück nicht aufgegessen hast. Zu Ehren des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, George Washington, wurde das gleichnamige Washington Monument errichtet. Der weiße Marmorobelisk befindet sich in etwa mittig in der Nation Mall auf einem kleinen Hügel. Von Robert Mills entworfen, dauerte die Bauphase von der Grundsteinlegung am 4. Juli 1848 bis zum 6. Dezember 1884. Das Spiegelbild des Monuments kann vom Lincoln Memorial aus im sogenannten Reflecting Pool, einem riesigen Wasserbecken am Ende des Hügels, betrachtet werden. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs war jedoch kein Wasser drin und selbst das Lincoln Memorial zu weit weg, um es trockenen Fußes besichtigen zu können. Kurzum, kein Wasser im Pool, nur Wasser von oben. Seht ihr es? Da ist es endlich, das Weiße Haus von Washington DC. Heute darf ich mal vom Weißen Haus berichten, live aus Washington DC, Terminal Video Productions, so muss das sein. Ja, das Wetter macht uns schon leider so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Unser Zug fährt erst um 19 Uhr, aber ansonsten ist es mal auf alle Fälle sehr gut, mal hier gewesen zu sein. Wenn man das so sieht, ist es irgendwie vollkommen unspektakulär, weil das ist einfach ein weißes Haus. Ich meine, unser Haus war früher auch mal weiß. Guten Oval Office haben wir zwar nicht, aber... Es ist 19.07 Uhr. Wir stehen jetzt hier noch am Bahnhof in Washington DC. Um 19.10 Uhr soll der Zug planmäßig abfahren und dann geht es wieder zurück nach New York City. Jetzt stellt sich ja die Frage, ob die Julia alles das in den Koffer hineinbekommt, was sie so gekauft hat. Ich würde sagen, wir gucken ihr mal ein bisschen zu
Also die Tüte da guckt schon mal ein bisschen über die Kante drüber weg. Ob das noch passt? Klappe. Ja, mittlerweile ist schon der letzte Reisetag. Wir waren ja gestern in Washington und mussten ja ganz früh aufstehen, deswegen lassen wir uns heute mal ein bisschen ruhiger angehen. Ich chill hier gerade schon so rum. Meine Sachen sind schon fast alle gepackt. Ich müsste eigentlich nur diese komische Tasche mal richtig zumachen. Draußen ist das Wetter nicht so toll. Die Regenfront von Washington ist wohl offensichtlich jetzt auch hier nach New York gekommen. Und ja, es ist nicht gar so warm, aber ich denke mal, es ist gar nicht so schlecht, weil so gewöhnen wir uns jetzt wieder an das schlechte Wetter in Deutschland. Hier hatten wir doch schon vergleichsweise schönes Wetter. Ja, nachher geht's nochmal kurz in die City und dann lassen wir den Urlaub mal so langsam ausklingen. Aber vorher müssen wir erst mal sehen, dass alles in die Koffer reinpasst. So viel zu dem Gelästere vorher. Ich lege meinen Koffer nämlich zu und der wird immer noch nicht über der Gewichtsbeschränkung liegen. Da würde ich sagen, zeig uns das auch mal, dass der Reißverschluss zugeht. Ja, ja, ja. Tada! Wow. So drauf. Tja, und noch Fragen? Unser New York-Trip neigt sich seinem Ende. Wir checken aus unserem Hotel aus und fahren ein letztes Mal mit der Subway, sodass wir an der Jamaica Station in den AirTrain zum Flughafen umsteigen können. Abermals zahlen wir $5 und steuern das Luftdrehkreuz John F. Kennedy Airport an. Wir sind jetzt wieder da, wo wir angekommen sind, nämlich am Terminal 1, Flughafen JFK. Von hier aus fliegt die Lufthansa und ja, jetzt ist das Übliche halt, ne? Gepäck abgeben und einchecken und noch ein bisschen warten und hoffentlich irgendwann dann pünktlich um 16 Uhr abfliegen. Kaum zu glauben, wie schnell 10 Tage herumgehen können. Erst vor kurzem haben wir die Parkposition am Terminal erreicht, um sie nun wieder zu verlassen. Der große Vogel parkt aus und bewegt sich auf den Runway zu. Sprichwörtlich gutes Flugwetter beschert uns einen Start wie im Bilderbuch. Europa, bald hast du uns wieder. Bin ich froh, wenn ich diese bescheuerte Kamera nicht mehr sehen muss. Ich hab dich schon vorgewarnt, ne?